Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Das Reich ist das Einzige, was uns geblieben ist. Ein Monarchist, der die Demokratie retten will. Ein Friede, der keiner ist. Aber der Waffenstillstand ist nicht voraussetzungslos abgeschlossen worden. Die erste deutsche Republik steht vor dem Bankrott und am Rande des Bürgerkriegs. Er muss sich behaupten gegen die Feinde der Demokratie. Vor allem gegen einen, Adolf Hitler, der Reichskanzler Gustav Stresemann. November 1923. Der Führer der Nationalsozialisten will die Regierung in Berlin stürzen. Die nationale Revolution ist soeben ausgebrochen. Noch in der Nacht ruft Reichskanzler Stresemann eine Krisensitzung ein. Ja. Was ist mit der Polizei? Angeblich übergelaufen, aber noch nicht bestätigt. Der Präsident ist da. Die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Nachricht aus München. Was ist passiert? Hitler putscht. Reichspräsident und Stresemann müssen handeln. Auf nach Berlin! Auf! Ja! In der Nacht zum 9. November 1923 steht die Zukunft der ersten deutschen Republik auf dem Spiel. Und ausgerechnet er muss sie retten, Gustav Stresemann. Ein Mann, der im Weltkrieg auf Eroberung setzte und ein deutsches Weltreich wollte. Der an die Monarchie glaubte und ihren Sturz beklagte. Nun hat er einen Aufruf für die Republik und gegen Hitler verfasst. In der Schicksalsstunde des deutschen Volkes fordern wir alle Freunde des Vaterlandes auf, sich einzusetzen für die Bewahrung der Reichseinheit und der deutschen Freiheit. Ist es wirklich so schlimm? Ja. Wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Aber ich werde nicht zurückweichen. Er weiß, dass Hitler ihn absetzen will. Seine Frau bangt um sein Leben. Seit 20 Jahren sind Käthe und Gustav Stresemann verheiratet. Und schon einmal stand in dieser Zeit seine wechselvolle Karriere vor dem Aus. Dabei begann alles mit einem Traumstart. Mit 28 Jahren war Stresemann jüngster Abgeordneter im Reichstag. Wie der Kaiser träumte er von einem deutschen Weltreich. Als 1914 der Krieg ausbrach, forderte auch er Eroberungen in Ost und West. Als der Krieg verloren geht, will auch er die Macht des Kaisers einschränken. Doch keine Republik, wie sie im November 1918 ausgerufen wird. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Stresemann gerät ins Abseits. Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs brach für Stresemann eine ganze Welt, ein ganzes Weltbild zusammen. Persönlich bedeutete für ihn das Ende des Krieges zunächst einmal einen Karriereknick. Februar 1919. In Weimar, wo Goethe und Schiller wirkten,
tagt die frei gewählte Deutsche Nationalversammlung. Sie soll der jungen Demokratie eine Verfassung geben. Gustav Stresemann ist Vorsitzender der neu gegründeten Deutschen Volkspartei. Die fordert eine parlamentarische Monarchie. Doch Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert haben jetzt das Sagen. Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. In der Nationalversammlung haben die Befürworter der Republik eine Zweidrittelmehrheit. SPD, Linksliberale und Katholische Zentrumspartei. Gustav Stresemann und seine Deutsche Volkspartei trauern den alten Zeiten hinterher. Deshalb ist er für viele erst einmal ein Mann von gestern. Mit den Fürsten und Königen von Gottes Gnaden ist es für alle Zeiten vorbei. Die Zukunft. Zum ersten Mal dürfen auch Frauen wählen und gewählt werden. Aber jetzt kommen die Frauen. Dagegen waren die Fürsten und Könige ja harmlos, nicht wahr? Mit gemischten Gefühlen ist Stresemann nach Weimar gereist. Seiner Frau schreibt er: Heute war der feierliche Tag der Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung. Oder vielmehr sollte es sein. Ich bin mit dem Herzen bei den alten Zeiten und es tut mir weh zu sehen, wie sich alles geändert hat. Gefühle, die die meisten Abgeordneten nicht teilen. In den nächsten 6 Monaten schaffen sie die rechtliche Grundlage für den neuen Staat. Die Verfassung der Weimarer Republik. Die Regierung ist jetzt nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Parlament verantwortlich. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Eine Verfassung, die an die gescheiterte Revolution von 1848 anknüpft. Die Ideale der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Schwarz-Rot-Gold steht für die freiheitliche Tradition in Deutschland. Es sind nun auch die Farben der Weimarer Republik. Doch auf dem Neubeginn lastet ein Schatten. In Versailles treffen sich im Frühjahr 1919 die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Die Deutschen hoffen auf einen milden Frieden, nachdem der Kaiser gestürzt ist. Eine Illusion. Anders als Amerikaner und Briten will Frankreich Deutschland entscheidend schwächen, um künftig vor dem Nachbarn sicher zu sein. Der Spiegelsaal des Versailler Schlosses. Hier wurde nach dem deutschen Sieg über Frankreich 1871 das Kaiserreich ausgerufen. Und durch Bismarck die deutsche Einheit geschaffen. Ein halbes Jahrhundert später folgt am gleichen Ort die Revanche. Jetzt sind die Deutschen die Besiegten. Die Vertreter der Weimarer Republik haben keine Wahl. Sie müssen eine ausschließliche Kriegsschuld des Reiches anerkennen und harte Friedensbedingungen akzeptieren. Die neue Republik muss die Erblast der Kaiserzeit tragen. Stresemann bezieht auch hier Opposition. Wir sind vielleicht verloren, wenn wir den Frieden nicht unterzeichnen. Aber wir sind sicher verloren, wenn wir ihn unterzeichnen. Er will die Folgen des Krieges, den er begrüßte, so nicht tragen. Gemäß Versailler Vertrag besetzen französische, belgische und britische Truppen das deutsche Rheinland als Sicherheitspfand. Deutschland muss Kriegsentschädigungen zahlen und verliert ein Siebtel seines Staatsgebietes. Im Westen gehen Elsass und Lothringen an Frankreich, im Osten Westpreußen, Posen und ein Teil Oberschlesiens an das neu gegründete Polen. Der Versailler Vertrag führt im Reich zu wütenden Protesten, die sich auch gegen die junge Demokratie richten, die ihn annehmen musste. Ein Friede, der ohne die Unterworfenen vereinbart wird, ist immer ein Diktatfriede. Und natürlich gab es
eine Menge von Bestimmungen in diesem Vertrag, die man in der Tat kritisieren konnte, aber die man auch mit Geduld und kluger Diplomatie hätte überwinden können. Das aber war sehr schwer angesichts dieser nationalistischen Grundströmung. Putschversuche erschüttern Deutschland. Die extreme Rechte gibt den Vertretern der Demokratie sogar die Schuld am verlorenen Krieg. Außenminister Walter Rathenau wird Opfer eines Mordkommandos. Ebenso Ex-Finanzminister Matthias Erzberger. Angeblich seien Demokraten und Sozialisten der siegreichen Truppe in den Rücken gefallen. Die sogenannte Dolchstoßlegende, die eine Lüge ist. Der Unterschied zwischen Weimar und heute liegt in der politischen Kultur. Damals war es üblich, an vielen Stellen sehr fundamental gegeneinander Gegensätze auszubauen und relativ schnell auch zur Gewalt zu greifen. Die Hetze zeigt Wirkung. Bei den ersten Reichstagswahlen im Juni 1920 verlieren die tragenden Parteien der Republik ihre Mehrheit. SPD, Zentrum und Linksliberale. Die Gegner an den Rändern legen zu, auch die Deutsche Volkspartei Stresemanns. Sie steigert ihren Stimmanteil von 4% auf 14%, wird zu einem politischen Gewicht, auch als möglicher Koalitionspartner. Doch für wen? Stresemann spürt, dass Extremismus von rechts und links den Staat an den Abgrund treibt. Dass die Republik als Staatsform einen Kompromiss darstellt, den es um des inneren Friedens willen zu verteidigen lohnt. Dass Verweigerung keine Lösung ist. Stresemann, der 1918 mit dem Kriegsende vermeintlich vor dem Ausgestanden hatte, war 1920 durch die Reichstagswahl wieder da mit seiner Partei. Und zugleich rückt er mit seiner Partei in eine Schlüsselfunktion in diesem politischen System der Weimarer Republik, weil die Parteien der Weimarer Koalition, die diese Republik trugen, SPD, die Linksliberalen und die katholische Zentrumspartei, an sich nicht mehr mehrheitsfähig waren und nun angewiesen waren auf eine der Parteien, die eigentlich ursprünglich im Lager der Gegner der Republik standen. So wie Stresemanns DVP. Doch zum Schwur kommt es erst 1923, im Krisenjahr der jungen Republik. Im Januar marschieren französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein. Bisher war nur das Rheinland besetzt. Offiziell wollen sie sich ein Pfand für ausbleibende Kriegsentschädigungen sichern. Berlin ruft den passiven Widerstand aus. 2 Millionen Deutsche im Ruhrgebiet verweigern die Arbeit. Ihren Lohn übernimmt der Staat, der das Geld, das er nicht hat, einfach druckt. So verliert die Mark immer weiter an Wert. Über die Parteigrenzen hinweg wird der Widerstand begrüßt. Das Ruhrgebiet ist das industrielle Herz Deutschlands. Wer hier die Kontrolle hat, kann über die wirtschaftliche Stärke des Reiches mitbestimmen. Das wissen auch die Franzosen. Sie fürchten, dass der Nachbar schon bald wieder zu mächtig wird. Doch nun stehen die Räder still. Im Februar 1923 fährt Stresemann nach Dortmund, um den passiven Widerstand im besetzten Gebiet zu unterstützen. Wo Papier? Der prominente Politiker muss mit seiner Verhaftung rechnen. Er reist daher mit gefälschtem Ausweis an. Non? Friedrich Ehrenkamp. Destination? Ins Büro. Ich arbeite für eine Versicherung. Alle. Die Lage an der Ruhr spitzt sich zu. Wegen der Zollstellen an den Grenzen werden die Nahrungsmittel knapp. Das französische Militär errichtet Suppenküchen, um Sympathien zu gewinnen. Doch auch hier gilt der angeordnete Boykott. Hey, beim Feind zu betteln, du solltest dich mal schämen, Junge! Hast du denn gar keine Ehre im Leib, Freundchen? Finger weg! Die Stimmung ist hochexplosiv. Es gibt Sabotage, Zusammenstöße, Tote.
Auch in der Hauptstadt ist die Lage gespannt. Im August 23 tritt die Berliner Regierung wegen der Ruhrkrise zurück. Bitte sehr. Friedrich Ebert, der als Reichspräsident einen neuen Regierungschef zu ernennen hat, steht vor einer schwierigen Entscheidung. Bitte sehr. Nur eine große Koalition, von der DVP bis zur SPD, scheint jetzt erfolgversprechend. Dafür braucht er Stresemann. Ebert zögert. Tja, Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie verzeihen mir das offene Wort. Ich habe mich nicht nach diesem Amt gedrängt. Wie die Dinge stehen, ist es eigentlich politischer Selbstmord. Am 13. August 1923 ernennt Ebert Stresemann zum Kanzler. Als Stresemann Reichskanzler wurde, war das ein politisches Himmelfahrtskommando. Das Deutsche Reich befand sich in seiner schwersten politischen Krise seit dem Ende des Krieges. Seit 7 Monaten tobte der Ruhrkampf. Das Wirtschaftsleben an Rhein und Ruhr stand still. Die Hyperinflation schoss in die Höhe. Und niemand wusste, was aus Deutschland überhaupt noch werden sollte. Wenn Stresemann davon sprach, dieses Amt zu übernehmen, sei politischer Selbstmord, so war das aber nicht nur in einem metaphorischen politischen Sinne zu verstehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu dieser Zeit Rathenau, Erzberger schon einige Politiker ermordet worden waren. Unaufhörlich wird Geld gedruckt, um den Ruhrkampf zu finanzieren. Der Wert der Währung fällt ins Bodenlose. Mitte Oktober 23 kostet ein Laib Roggenbrot 267 Millionen Mark. Eine ganze Generation verliert ihre Ersparnisse und die Hoffnung. Die Inflation ist zu einem Urtrauma der Deutschen geworden. Man hat eben erlebt, dass alles, was man gespart hatte, alles, was man auch an Kriegsanleihen gezeichnet hatte, für den Staat aufgeopfert hatte, dass das verloren war. Und das hat dem Vertrauen, dem, was möchte man sagen, Urvertrauen in den Staat, einen schweren Stoß versetzt. Stresemann muss handeln. Um die Inflation zu beenden, bricht er den passiven Widerstand im Ruhrgebiet ab. Vor dem Parlament muss er sich verantworten. Das Reich ist das Einzige, was uns geblieben ist in all dem Zusammenbruch, den wir erlebt haben. Es jetzt zu erhalten, ist die Pflicht. Eine Rede, die Mut abverlangt. Die Rechte wirft ihm Verrat, Kapitulation vor den Franzosen vor. Wieder habe die Republik eine Niederlage der Nation verschuldet. Doch er hatte keine Wahl. Deshalb, wir haben den passiven Widerstand im Ruhrgebiet abgebrochen. Aus Feigheit von dem Volk, und bleibt die deutsche Ehre. Buh! Das kostet ihn den Kopf. Hoffentlich haben Sie recht. Die Leute im Ruhrgebiet werden im Stich gelassen. Der Abbruch des passiven Widerstands. Der Mut hierzu ist vielleicht nationaler als all die Phrasen, mit denen dagegen angekämpft wird. Ich bin mir bewusst, dass ich damit meine politische Stellung, ja vielleicht sogar mein Leben, aufs Spiel setze. Aber was fehlt dem deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Der Abbruch des passiven Widerstandes war vielleicht die Sternstunde Stresemanns. Er zeigte sich als Staatsmann, der aus Überzeugung eine höchst unpopuläre Entscheidung traf. Er tat es, obwohl er wusste, dass seine Gegner ihn beschuldigen würden, ein zweites Versailles zu unterschreiben. Im Reich kommt es zu Aufständen. In Koblenz wollen Separatisten eine rheinische Republik errichten. In Sachsen und Thüringen verbünden sich Sozialdemokraten und Kommunisten. Es droht eine rote Revolution. Stresemann lässt die Reichswehr eingreifen. Die größte Gefahr aber droht von rechts, im Süden der Republik. In München macht die bayerische Regierung gegen Berlin mobil. Unterstellt sich die Reichswehrtruppen im Land. Sie macht gemeinsame Sache mit sogenannten vaterländischen Verbänden.
rechtsextremen Organisationen, zu denen auch Hitlers NSDAP zählt. Sie wollen den Marsch auf Berlin. Das weiß auch der Kanzler. Gegen die Kommunisten in Sachsen und Thüringen konnte er die Reichswehr einsetzen. Doch würde sie auch einen Putsch von rechts niederschlagen? Herr Reichskanzler, General von Seeckt für Sie. Reinkommen. Herr General? General von Seeckt, schön, Sie zu sehen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. General Hans von Seeckt ist oberster Militär der Republik. Ist die Reichswehr bereit, die Republik auch gegen Angriffe von rechts zu verteidigen? Die Lage in Bayern ist hochexplosiv. Karl, Lossow und Hitler können jederzeit losschlagen. Die Reichswehr muss bereit sein. Herr Reichskanzler, mit Männern wie Ihnen ist dieser Kampf nicht zu führen. Sie haben nicht das Vertrauen der Truppe, Herr Reichskanzler. Sie verweigern mir den Gehorsam der Truppe. Belassen wir es dabei. Zunächst. Jawohl. Ein ungehorsamer General. Warum entlässt Stresemann ihn nicht? Stresemann stand im Herbst 1923, als es im Reich an allen Ecken und Enden lichterloh brannte, unter einem enormen Druck. Stresemann hatte in dem Moment nicht die Möglichkeit, auch noch einen offenen Konflikt mit der Heeresleitung zu führen. Und insofern spielte Stresemann zunächst einmal auf Zeit. In München machen die Gegner der Weimarer Republik inzwischen mobil. Am 8. November 1923 lädt Generalstaatskommissar von K. zu einer Kundgebung in den Bürgerbräukeller. Diese in kürzester Zeit wiederzugewinnen, so scheidet es aus der Reihe der Großnation. In einer Rede zur Lage der Nation macht er Stimmung gegen Berlin. Heißen, weg mit dem Knebelvertrag. Doch einer will nicht mehr reden, sondern handeln. Hitler sieht die Chance, loszuschlagen. Will die zögerliche Regierung und die Versammelten auf seine Seite zwingen. Gastgeber und Publikum sind überrascht. Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Doch seine Worte gehen im Lärm unter. Zeugen berichten später, sie hätten dies anfangs für ein Kasperltheater gehalten. Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von über 600 schwer bewaffneten Männern besetzt. Keiner kann den Saal verlassen. Doch der Trommler der NS-Partei meint es ernst. Ich mache einen Vorschlag. Bis es endlich zur verdienten Abrechnung mit den Verrätern kommt, die Deutschland heute zugrunde richten, übernehme ich die Führung der Nation. Ich werde das Deutsche Reich regieren. Die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Kurz vor Mitternacht erreicht die Nachricht Berlin. Was ist passiert? Stresemann ruft sofort eine Krisensitzung ein. Mit dabei Reichspräsident Ebert. Beide wissen, im Notfall kann nur einer die Putschisten aufhalten. General? Welche Haltung wird die Reichswehr einnehmen, wenn Hitler an der Spitze bayerischer Truppen auf Berlin marschiert? Die Reichswehr steht fest hinter mir. General von Seeckt, meinen Sie nicht auch, dass die neue Situation es erfordert? Was sollen wir tun? Nein. Ohne Militär haben wir keine Chance. Noch ist völlig ungewiss, wer den Putsch wirklich trägt. In München zögern die Regierenden, sich Hitler anzuschließen. Im Saal herrscht Verwirrung. Ich glaube, es ist an der Zeit, Ludendorff in den Saal zu bitten. Doch Hitler verfügt noch über einen Trumpf.
Im Saal erscheint General A.D. Ludendorff. Im Krieg war er Kopf der obersten Heeresleitung, der führende Militär und überaus populär. Ludendorff ist bereit, die Galionsfigur für den Aufstand zu spielen. Meine Herrschaften, in dieser historischen Stunde dürfen Sie sich dem Ruf der Nation nicht versagen. Auf nach Berlin! Auf nach Berlin! Der Auftritt des Generals entscheidet die Lage. K. und die anwesenden Militärs schließen sich dem Putschversuch an. Die Putschisten haben eine Regierung ausgerufen. Sie besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow. General von Lossow, ein Gegner sägt, soll Reichswehrminister in der Putschregierung werden. Das ist unsere Chance. Das wird Sieg nicht schmecken, Lossow und Hitler. Von Lossow lässt er sich nichts sagen. Sein Rivale Lossow soll Vorgesetzter sein? Herr Reichspräsident, meine Herren, jetzt müssen wir handeln. Der Putsch muss niedergeschlagen werden. Meine Herren, ich schlage vor, General von Seeckt umfassende Vollmacht zu erteilen. Gehen wir. Was soll man da sagen? Ich bin sprachlos. Jetzt hat von Seeckt, was er immer wollte. Er hat die Macht. Und ob er sie jemals wieder abgeben wird? Nein. Er ist ein Kommisskopf. So einer wagt keinen Umsturz. Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Auf der einen Seite war es riskant, Seeckt diese Vollmachten zu erteilen. Auf der anderen Seite aber wurde Seeckt dadurch in die Pflicht genommen und er konnte gar nicht mehr umhin, sich vor Stresemann zu stellen. Und das war so gesehen auch wieder ein sehr kluger Schachzug. München am Morgen des 9. November. In der Stadt herrscht zunächst Ungewissheit. Doch allmählich spricht sich herum, dass Gustav von K. und General von Lossow auf Distanz zu Hitler gehen. Sie seien überrumpelt worden. Hitler und Ludendorff geben nicht auf. Mit einem Marsch durch die Münchner Innenstadt wollen sie die Massen hinter sich bringen. Gegen Mittag erreichen sie mit 2000 zum Teil bewaffneten Gesinnungsgenossen die Feldherrenhalle. Hier versperrt Landespolizei den Weg. Sie hat den Befehl, den Weitermarsch der Putschisten mit allen Mitteln zu verhindern. Das ist seine Exzellenz General Ludendorff. Welche Seite zuerst schießt, wird nie geklärt. Hitler wird nur knapp von einer Kugel verfehlt. Sein Nebenmann stirbt. Insgesamt kommen 4 Polizisten und 16 Putschisten ums Leben. Ludendorff bleibt unverletzt und wird noch vor Ort festgenommen. Hitler gelingt die Flucht. Doch wenige Tage später wird auch er verhaftet. In Hitlers Reich wird der kläglich gescheiterte Putsch zur Heldentat stilisiert. Die Getöteten werden alljährlich am 9. November als Märtyrer gefeiert. Dass der Putsch Hitlers Weg zur Macht kein Ende bereitet, dafür sorgt auch eine milde Justiz. Ludendorff wird freigesprochen, Hitler nach 13 Monaten aus der Haft entlassen.
Nach den Ereignissen in München beruhigt sich die Lage im Reich. Schon eine Woche nach dem Hitlerputsch wagt Stresemann den nächsten Kraftakt. Seine Regierung führt die sogenannte Rentenmark ein. Die galoppierende Inflation wird durch einen harten Schnitt beendet. Für eine Billion Papiermark gibt es eine Rentenmark. Stresemann hat die Republik durch ihre schwerste Krise geführt. Doch im Reichstag gerät der Kanzler wieder unter Druck. Also ich sehe ziemlich schwarz. Die Sozialdemokraten brechen mit ihm, weil er die Reichswehr in das rote Sachsen und Thüringen einmarschieren ließ. Die Deutschnationalen wollen ihn stürzen, weil er den passiven Widerstand gegen Frankreich beendete. Stresemann stellt die Vertrauensfrage. Der Regierung Stresemann haben das Vertrauen ausgesprochen. 156 Abgeordnete. Für die Abwahl der Regierung 231 Abgeordnete. Nur 100 Tage war Stresemann Kanzler. Reichspräsident Ebert, der mit ihm die Krise meisterte, übt Kritik an seiner Partei, der SPD. Was euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in 6 Wochen vergessen. Aber die Folgen eurer Dummheit werdet ihr noch 10 Jahre lang spüren. Stresemanns Bilanz war vielleicht das einzige Mal in der Weimarer Zeit eine heroische Erfolgsbilanz. Die Währung war stabilisiert. Durch den sehr grausamen, aber notwendigen Schnitt, die Einführung der Rentenmark. Die Putsche waren überwunden. Das war schon nach Weimarer Maßstäben eine große Erfolgsbilanz. Und Undankbarkeit ist in der Politik die Regel, nicht die Ausnahme. Stresemann denkt erst einmal an Rückzug aus der Politik. Meine Frau sagt, Sie begrüßen meinen Sturz. Vom ärztlichen Standpunkt kam er jedenfalls zur rechten Zeit. Stresemann leidet unter der Basedorffschen Krankheit. Eine Überfunktion der Schilddrüse, die das Herz schädigt und zum Schlaganfall führen kann. Sie müssen kürzer treten, Herr Stresemann, sonst kann ich bald nichts mehr für Sie tun. Sie müssen auf Ihren Mann Acht geben. Sie glauben doch nicht wirklich, dass mein Mann ein ruhigeres Leben aushalten würde. Warum denn nicht? Entschuldigung, ein Herr Marx schickt Ihnen das hier. Scheint dringlich zu sein. Wilhelm Marx? Der Zentrumsmann? Man sagt, er wird der nächste Kanzler. Sagen Sie ihm, ich bin in einer Stunde da. Marx ist ein guter Mann. Mit dem könnte man zusammenarbeiten. Du wirst dich nie ändern. Unter dem neuen Kanzler wird Stresemann Außenminister. Die Republik erholt sich. Von den goldenen 20er Jahren ist bald die Rede. Die politische Beruhigung, die neue Währung und US-Kredite kurbeln jetzt die Konjunktur an. Das kulturelle Leben kommt in Schwung. In der Dienstvilla des Außenministers herrscht reges Treiben. Käthe Stresemann gilt als First Lady der Weimarer Republik. Kanzler kommen und gehen, doch der Außenminister bleibt derselbe. Nach ihm wird sogar ein Anzug benannt, der Stresemann. Gestreifte Hose, graue Weste, dunkles Jackett. Ein Markenzeichen. Der Minister gibt den Ton an. Einmal auch auf der Leinwand. Er ist einer der Ersten, die den neuen Tonfilm erproben dürfen. Im zeitgemäßen Tempo. Dass ich heute in der Lage bin, im Bilde zu Ihnen zu sprechen, ist ein lebender Beweis dieser Entwicklung. Mögen beide Industrien fortschreiten in dieser Entwicklung. Möge es Ihnen möglich sein, nicht nur in der Heimat, sondern auch draußen in der Welt, durch Ihre Erzeugnisse ein Bild zu geben von deutscher Geistes- und Schaffenskraft und dafür zu sorgen, dass deutscher Geist und die Anerkennung deutscher Technik auf die Welt durchdringen. Die Welt durchdringen will Stresemann auch im schweizerischen Locarno. 1925, auf einer internationalen Konferenz. Die Beziehungen zu Paris sollen verbessert werden. Stresemann verzichtet nunmehr endgültig auf das an Frankreich abgetretene Elsass-Lothringen. Eine Geste des guten Willens, die beim französischen Außenminister auf fruchtbaren Boden fällt. Aristide Briand, der auch einen Neuanfang wünscht.
Im Gegenzug will Stresemann ein rasches Ende der Besetzung von Rhein und Ruhr. Nach dem Ruhrgebiet muss jetzt auch das Rheinland vollständig geräumt werden. Sonst wird das nie ein richtiger Friede zwischen unseren Völkern. Und die Menschen in Deutschland wollen den Frieden. Aber der Versailler Vertrag nimmt ihnen die Luft zum Atmen, wenn sie sehen könnten, wie sie... Fahren Sie nicht fort, sonst bringen Sie uns noch alle zum Weinen, lieber Stresemann. Ich bewundere Ihre Kühnheit. Aber Sie müssen uns Zeit lassen. Wissen Sie, die französische Öffentlichkeit ist noch längst nicht so weit wie ich Sie. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob ich noch die Zeit dazu habe. Stresemann hat einige Jahre nach dem Krieg eine entscheidende Einsicht gewonnen, dass Deutschland außenpolitisch nur Erfolg haben könne, wenn es auch die Perspektive der anderen Mächte mit einbezieht und in Kooperation, in einer grundsätzlichen Übereinstimmung mit den anderen Mächten Politik macht. Genf 1926. Deutschland wird Mitglied im Völkerbund, einem Vorläufer der UNO. Bisher war es ausgeschlossen. Doch Briand und Stresemann haben den Weg geebnet. 8 Jahre nach Kriegsende kehrt das besiegte Deutsche Reich in die Staatengemeinschaft zurück. Die Verständigungspolitik findet in der Welt große Anerkennung. Gemeinsam mit Briand erhält Stresemann den Friedensnobelpreis. Als erster Deutscher überhaupt. 1929 gelingt den beiden Außenministern ein weiterer Durchbruch. Frankreich will binnen eines Jahres alle besetzten deutschen Gebiete räumen, wenn Berlin dafür einer endgültigen Regelung der Kriegsentschädigung zustimmt. Doch Stresemanns Gegner sehen nur die Kosten, nicht den Nutzen. Die extreme Rechte startet eine Hetzkampagne. Bis in die dritte Generation müsst ihr fronen, lautet die Parole gegen den Außenminister. Kopf der Aktion ist Alfred Hugenberg, ein reaktionärer Verleger und Chef der Deutschnationalen Volkspartei. Mit an Bord ist Franz Selte, Vorsitzender des Stahlhelms, einer Organisation ehemaliger Frontsoldaten. Das ist schon viel besser. Das wird Stresemann ganz bestimmt nicht schmecken. Stresemann und Konsorten werden bald ausgespielt haben. Noch ein Dritter ist im Bunde. Der gescheiterte Putschist von 1923. Adolf Hitler. Wir werden das Volk auf Sie hetzen. Ohne Erbarmen. Dann werden wir endlich gemeinsam ein neues Deutschland aufbauen können. Und zwar ohne diesen demokratischen Schwindel. Nun hat er mächtige Förderer. Hitler hat die NSDAP neu organisiert und auf sich eingeschworen. Auf sogenannten Reichsparteitagen, wie in Nürnberg 1929, stellt er eine Macht zur Schau, die er noch nicht hat, aber unbedingt erringen will. Noch hat die Nazi-Partei nur wenige Abgeordnete im Parlament, doch das wird sich bald ändern. Stresemann ahnt die Gefahr. Er spürt, dass Parolen von ewiger Knechtschaft mehr verfangen als Appelle der Versöhnung. Seine Kräfte schwinden. Längst ist er ein todkranker Mann. Unsere Gäste warten. Hugenberg schreckt vor nichts zurück. Paktiert mit Hitler. Sie wollen dich und die Republik ruinieren. Ich müsste jetzt in jede Schule, in jede Universität die jungen Menschen zurückhalten vor diesen Verführern. Aber mir fehlt die Kraft. Komm. Es wird dich ablenken. Weiter Weg liegt hinter ihm. Der Vertrag nimmt Ihnen die Luft zum Atmen, wenn Sie sehen können, wie. Ich habe mich nicht nach diesem Amt gedrängt.
werde nicht zurückweichen. Was fehlt dem deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Herr Botschafter, wie schön, Sie zu sehen. Ah, wenn schon die Reparationen nicht ließen, so halte ich mich wenigstens gütlich an Ihrem vorzüglichen Champagner. Ah? Bitte, schädigen Sie uns so viel Sie können. Sie wissen doch, viele warten nur darauf, dass wir gemeinsam untergehen. Ah, die Presse. Und, was werfen Sie mir heute vor? Nur, dass Sie uns nicht häufiger einladen. Das Essen ist wirklich vorzüglich. Und die politische Lage? Das würden wir gerne von Ihnen hören. Schreiben Sie, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich stehe zwischen Deutschland und dem Chaos. In den frühen Morgenstunden des 3. Oktober 1929 erleidet Gustav Stresemann einen Schlaganfall. Er stirbt im Alter von 51 Jahren. Im Berliner Reichstag, wo er leidenschaftliche Reden hielt, wird er aufgebahrt. Sein Tod sei mehr als ein Verlust. Er sei ein Unglück, lautet ein Zitat jener Tage. Der Staatsakt wird zum Volksbegräbnis. Hätte Stresemann das Scheitern der Republik verhindern können? Sicher hätte er die Demokratie nicht kampflos preisgegeben. Gustav Stresemann ist insofern auch heute noch beispielhaft und vorbildlich. Der hat nie den Gedanken gehabt, hinzuwerfen. Das ist mir zu viel, weil irgendwelche Leute ihm nicht Beifall zollten. Sondern er hat gekämpft bis wirklich zum Schluss. Wenige Jahre nach seinem Tod triumphieren seine Feinde über die Republik. Als der Reichstag 1933 brennt, ist die Demokratie längst zerstört. Als am Ende des von Hitlerdeutschland entfesselten Krieges die Sieger die Trümmer erstürmen, ist dies Ende und Anfang. Zunächst erhält nur ein Teil der Deutschen die zweite Chance für einen demokratischen Neubeginn. Erst mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen werden Ziele wahr, die Stresemann erhofft hat. Ein geeintes Deutschland in Freiheit und in Frieden mit seinen Nachbarn.